Wir sind wieder zurück bei Creativerse und jetzt bückst du dich erstmal. Obsidian. Oh. Es ist Obsidian. Hast du meinen G-Punkt gefunden? Weiß ich nicht, hast du was gemerkt? Nee, das ist ja ungefähr so, als würde ich hier in die Höhle springen. So wirfst du einfach so ein Glas, so wirfst so eine Wassergurke halt einfach mal in die Turnhalle rein. So. Die Salami im Fahrstuhlschacht, Tobi. So, was wollte ich machen? Ich wollte weitere von diesen Dingern bauen. Dafür brauche ich noch Wood Slabs. Wood Slabs. Boah, davon braucht man aber echt viele, ne? Ja, und Stone Slabs irgendwie. Das braucht man irgendwie für alles gefühlt. Mhm. So, und dann nochmal hier, Bedrock. Hätte ich vielleicht parallel hier machen sollen. Naja. So, ich mach mal ein paar Slabs hier, wa? So. Mach ein paar Slabs. Slabity Slabs. Sehr gut, sehr gut. Ich muss leider noch eine Stone Mining Cell bauen, weil... Quest. Process Twine in the Processor. Und dann muss ich ein Steinschwert machen. Okay. Stone Slab brauch ich, richtig. Das mach ich auch nochmal schnell, da habe ich das auch mal gemacht. Machen wir mal schnell zwei Stone Slabs hier, dann bin ich auch schon wieder weg. Alles klar. Cool. Craft a Stone Sword. Ich muss noch ein Steinschwert machen, ich weiß nicht genau warum. In der Kiste, glaube ich, liegt. Ja, ja, man muss sie aber selber craften. Hä? Oh, ich habe dafür nicht genug Stein. Und ich brauche Woodrod und Bone. Okay. Woodrod ist hier in der Kiste. Hier. Ja, war das Ding jetzt ja auch? Bones? Hä, ich wollte gar nicht alle. Bones. Kann ich ja nicht die Hälfte nehmen? Nee. Die Hälfte. Nimm, Erik. Ah, okay, ich muss es rüberziehen. 17, okay. Oh, die Handschuhe gehen auch kaputt, sehe ich gerade. Die was? Die. Oh ja. Die Handschuhe können kaputt gehen. Tatsächlich. Ist nicht gut. Upsi Daisy. Das ist nicht gut, Tobi. Die haben ein Ablaufdatum. So, toll. Jetzt habe ich so ein Scheißding gecraftet, obwohl ich das gar nicht brauche. Weil wir einfach zu schnell sind. Das ist doch ärgerlich. Nein, wir sind aber gut. Das ist es. Wollte ich gerade sagen, hast du es nicht manchmal so gut zu sein? Ja, es ist ein schwieriges Leben auf jeden Fall. So. Diese Aufopferungsbereitschaft von uns, Tobi. Ich kann es halt einfach gar nicht sagen. So, hier, Honig packe ich mal dahin, dann können wir schön Wachs machen irgendwann. Habe da. Das ist Magnetite. Magnetite hast du bestimmt auch irgendwo hier, irgendwo drin, ne? In der Blockkiste, ja. Welches ist denn die Blockkiste? Ach, hier. Richtig. So, haben wir jetzt auch schön Magnetite, Stillstone haben wir da auch drin. Wieso haben wir Stone Rod und sowas in der Blockkiste? Weiß ich nicht. Okay, gut. Ich wusste erstmal nicht, wohin damit. Ich dachte, da war jetzt irgendwie ein Schema dahinter. Hier, Moos kann ich auch da reinpacken. Boah, nee, Erik. Nee. Entschuldige. So, aber Stone nehme ich jetzt nochmal die Hälfte hier mit. So. Okay, das ist auch fertig. Bleed. Juhu. Craft a Stone Mining Cell. Das ist eine Kacke. Jetzt muss ich das auch nochmal craften. Stone Mining Cell, juhu. Flower, Wood Slab und Coal. Okay, warte, erstmal hier. Oh, für den nächsten Handschuh brauchen wir Seashells und die finden wir am Beach. Mhm. Das heißt, wir müssen unterwegs gehen. Natürlichement, Tobi, natürlichement. So, warte. Der Limestone sieht aber auch nice aus in der Bedrock Block. Coal und Flower, warte kurz. Flower. Geht doch bestimmt Yellow Flower, geht doch bestimmt wieder. Yellow Flower und Göhle. War die Göhle hier? Habe ich das gerade richtig gesehen? Warte, hier? Ne, ist Gunpowder. Okay. Göhle. So, gecraftet und dann kann ich gleich wieder rausschmeißen. Es ist doch einfach ein Traum. Obsidian packe ich auch mal hier rein. Dann hier die Flowers. Dann habe ich es hoffentlich. So.
Prima. Das hier tracken. Bricks by Bricks. Obtain a Cornerstone. Hä? Was? Ach du, Collect Magnetite, Extract Obsidian Ore, Craft the Obsidian Mining Cell. Nein, den hab ich aber schon! Oh Mann, jetzt müssen wir nochmal. Oh. Craft the Forge. Kannst du, kannst du den vielleicht aus dem Inventar rausmachen und wieder reinmachen? Vielleicht geht das dann. Ich bin unsicher, warte. Bestimmt geht's nicht, aber wäre vielleicht so eine Idee. Alter, ist das tiefe Höhle. Nö, natürlich nicht. Ah, schade. Oh, hier ist voll der fette Stollen hier einfach. Was denn? Wo denn? Hier, so eine Höhle hier hinten bei uns im Haus. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, aber es geht richtig tief rein. Ja, das gefällt mir sehr gut, Tobi. Da ist der G-Punkt. Ich weiß das. Ich spüre das. So, warte mal. Das kommt weg. Leather Breastplate habe ich ja schon. Ich habe das Gefühl, wir kommen irgendwie nur so langsam weiter. Bin mir nicht ganz sicher. So, ich würde nochmal ganz kurz eben... Ich würde mich nochmal ganz kurz eben... Ach, ich wollte... Eigentlich wollte ich ja... Ich wollte ja Fackeln machen, ich honk. Damit er nicht spawnt die ganze Zeit. Oh. Was denn? Es ist tot. Tobi, nein. Wie konnte das passieren? Indem ich mit meinem fetten Schraubschlüssel ihm den Kopf durchtrennt habe. Ach so. Ja, sag das doch. Ich dachte schon, das wäre eine natürliche Todesursache. Ich wollte schon sagen, schade. Nein. Diese Verschwendung. So. Okay. Kann ich noch Fische töten? Oh. 110 Fackeln reichen für den Anfang, glaube ich. Oh, ich kann das Washer-Ding jetzt bauen. Das Washer. Ah, huch! Was fehlt dir denn? Fische töten! Fische zum Waschen, klar! Dann kriegst du ganz viele neue Items, wie zum Beispiel Sushi. Ja, yeah, super nice. Tobi, wir eröffnen ein Sushi-Restaurant. Wir brauchen einen eigenen Teich mit Fischen. Alles! Die Felder wollen wir auch noch machen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wollte ich mich aber erstmal. Okay, das. Yes, ja, du hast ja nichts ausgeleuchtet einfach. Hm, nee, da unten habe ich nichts gemacht. Ich hatte keine Fackeln mehr. Okay, ich glaube, die Kohlefackeln sind ein bisschen heller als die. Als die Mossfackeln. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ist. So, hier wäre noch. Okay. So, wird hier alles. Boah, ist das düster hier. Okay. Oh, ich habe Salt Rock gefunden. Cool, den brauchen wir ja auch. Salzstein. Salz. Bad Salzuflingen. So. Hier sind Glops of Goo. Was denn? Ist das hier alles. Siltstone? Was ist denn der Salt Rock? Hier ist wieder Goo? Ah ne, Mold. Ih, was ist denn Mold? Okay, ich erkenne die Salzsteine noch. Ist das hier. Ach, das ist Salt Rock. Okay, wo findet man denn hier Blumen? Sag mal, das gibt's ja hier. Sind ja gar keine Blumen. Suchst du gerade die roten Blumen? Ja, ja, oder einfach nur Blumen. Ohne Goldkiste. Cool. Ja, nice. Du findest. Du bist echt Goldjunge, Tobi. Immer der Goldjunge. Der Goldjunge. Aus Darmstadt, Erik. Nice. Stadten. Hallo. Nice. Guten Abend. Golden Boy. So. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was ich gerade mache mit diesem Abstieg hier. Sozial habe ich es schon geschafft, aber hier bin ich gerade noch dabei. Bist du zufällig HSV-Fan? Ist da wieder was passiert? Nee, 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 die sind immer noch abgestiegen. Also zweite Liga. Okay, was war mit Bayern? War da irgendwas? Nee, ach, die sind mal wieder, was sind die, der Champions League-Sieger mal wieder geworden. Das ist ja langweilig. Nee, wobei, okay, Champions League ist schon was Besonderes für die Bayern. Das werden sie auch nicht jedes Jahr. Ja, na gut, okay. Ich dachte, die gewinnen immer. Und alles. Ja, die Meisterschaft in Deutschland halt, aber Champions League ist halt so Meister von Europa, wenn es so ist. Na gut, okay. Ja, das klingt schon mal ganz angemessen für die Bayern. Ja, das ja, haben sie sich auch verdient. Die waren schon wirklich gut. Also, Top-Leistung, hat mich gefreut für die Bayern. Was ist das denn da hinten? Was ist das? Ich glaube, das kann man auch abbauen irgendwie. Oh, ich habe Eisen gefunden. Iron. Ich habe Salat gefunden, Erik. Salat. Das ist ja. Ist das dieses frittierte Zeug? Von dem man so viel hört? Ja, was du in diesen Buden immer kriegst. Kennst du die Salatbuden, die überall stehen? Ja, geil.
Die rennen einfach, Tobi, die rennen. Mit Pommes kriegst du das immer serviert. Oh, Obsidian Mining Cell ist damaged. Oh, meine Mining Cell, ich muss bald eh eine neue machen, wenn es so weiter so geht. Oh. Ich glaube, ich habe die Glowing Mushrooms habe ich gefunden, Tobi. Geil. Und ich höre komische Geräusche von Viechern. Ob das gut ist? Ich vermute nicht. Wie tief geht's denn hier, bitteschön? Und was ist das da wieder? Turmalin! Ja, ich habe Turmalin gefunden, Tobi! Das brauchen wir für ganz viele Rezepte. Und hier sind die Lava Rocks, glaube ich. Hardened Lava. Wie tief bist du schon da unten? Und Igneous Rock. Okay, ich bin jetzt bei der Gesteinsschicht, wo man schon wieder neue Handschuhe braucht. Oh. Also ich bin sehr, sehr tief, Tobi. Ich bin sehr tief abgerutscht. Ja, gut. Was passiert, wenn ich auf Hardened... Passiert da was? Werde ich heiß? Nee. Okay. Was? Ja, ich höre komische Geräusche. Irgendwie sowas. Okay, da kann ich auch nichts machen. Okay, das sieht cool aus. Ich versuche mal mehr von diesem Tolumnus-Turmalin-Zeug mitzunehmen. Das hört sich an. Bitte guck, dass das uns nicht die Arbeitsplätze wegnimmt, ja? Das Turmalin, ja, das kriegen wir schon hin. Sag mal, kennst du dieses Geräusch, wenn du lange nichts gegessen hast und dann isst du plötzlich was und dein Bauch macht so glock, 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 glock? Nee. Klar, ich kenn das Gefühl, nicht lang nichts gegessen zu haben. Also, ja, gut, okay, Entschuldigung. Das passt nicht in meinen Wortschatz, Erik. Tut mir leid, ich verstehe dich nicht. Ich sehe gerade, ich habe eine Hitzeanzeige übrigens, aber die ist gerade zum Glück so auf dem Viertel ungefähr. Die steigt, glaube ich, auch nicht mehr. Also je weiter man nach unten kommt, desto heißer wird es auch, tun. Es ist halt wirklich so ein bisschen Starbound, ne? Ja, ne? Also ich frage mich, wo es dann da drunter lang geht. Da brauchst du bestimmt einen besonderen Schutzanzug. Und das gefällt mir eigentlich gut. Was auch viele Leute gefragt haben, Terraria wollen. Hätten voll viele Leute Bock drauf gehabt. Boah, habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt und ich weiß auch nicht, wie es geht. Und immer wenn ich in Streams gucke, dann sieht das so furchtbar komplex aus, aber die sind ja schon weiter. Ja, ich guck das mal bei diesem, wie heißt er denn hier? Herr Terraria. Dieser komische Streamer da, der ist schon Jahre auf Twitch. So ein Abgeranzter ist das. Der wohnt in Berlin, wohnt er. Was ist denn das da? Jahre auf Twitch, abgeranzt, wenig Haare, fällt mir keiner ein. Nee, aber beim Funk sieht das immer so einfach aus. Aber beim Funk sieht alles so einfach aus. Irgendwie. Ja, weil Funk immer auf einfach spielt, man kennt es ja, na klar. Ach so, ja. Ich habe übrigens ein Monster gefunden, in einer komischen Höhle. Oh. Boah, die Musik hier unten ist ein bisschen bedrohlich gerade. Und ich sammle gerade die ganze Zeit Mold und weiß nicht wofür. Mold ist eigentlich so Gammel. Obsidian Mining Cell critically damaged, Tobi. Oh oh. Das ist gar nicht so gut, wie ich immer dachte, offenbar, das Ding. Hab da wahrscheinlich was Billiges genommen. Oh. Ja, jetzt musst du dreimal kaufen, siehst du? Ja, so ist es halt wirklich, ne? Ärgerlich. Ja. So, wo ist denn die Höhle hier nochmal? Da möchte ich halt wirklich nicht rein. Da ist das Viech, was komische Geräusche macht. Wenn ich da runterfalle, ist alles vorbei. Deswegen gehe ich da mal nicht hin. So. Oh, hier ist die nächste Höhle. Oh, oh. Und hier ist richtig hart. Alter, mein Hitzelevel steigt. Oh, oh. Oh, oh. Greif mich nicht an. Greif mich nicht an. Tschüss. Oh Gott, ich komme. Oh nein, ich brenne. Tobi, ich brenne. Erik, was machst du denn? Ich habe die Hölle geöffnet, Tobi, und ich bezahle dafür. Ich war zu gierig. Ich konnte nicht aufhören. Oh, sie kommen nicht hinterher. Oh, oh, Tobi. Ich glaube, ich habe ein Kind geboren, gerade vor Aufregung. Oh. Kannst du das vielleicht zurückschieben? Mein Internist sagt mir nein. Das können wir jetzt gerade halt überhaupt nicht gebrauchen, Alter. Okay, da jetzt mit dem Steinschwert runtergehen. In Third Person in dieser Höhle. Oh, das ist ja. Ja, das mit Third Person in der Höhle ist ganz katastrophal. Das habe ich auch schon gemerkt. Okay, jetzt kommen wir da hinterher.
Ich versuche es zu locken. Ich glaube, es sind. Nee, es geht wieder zurück. Oh, jetzt geht's wieder zurück. Okay. Tobi. Mhm. In der Höhle bei unserem Haus, ne? Mhm. Da findest du vielleicht einen Gang, der aussieht wie eine Treppe nach unten. Mhm. Wenn ich dir einen Ratschlag geben darf, einen freundschaftlichen Ratschlag. Ja. Versuche nicht ans Ende dieser Treppe zu gelangen. Vorerst. Soll ich runterkommen? Nein, wirklich nicht. Der hat mich einmal angezündet, die Hälfte war runter. Gut, dann komme ich da vielleicht auch nicht hin. Aber ich lebe. Und ich bringe frohe Kunde. So, warte mal. So, warte. Ja, 15 Mold. Oh, ah, that smell, it's intoxicating. Who's up for blue cheese salad? Schwedisches Salatwort. Und glowing mushroom spores. Ich habe Sporen gefunden auch, sehr gut. Du? Ja. Ich fühle mich auch nicht mehr so gut. Last of Us startet jetzt. Und drei Turmelinen, die brauchen wir für ganz viele. Da habe ich nur drei gefunden, das ist nicht so viel. Okay. Mach mal. Oh cool, nice. Da darf ich mich nicht zweimal bitten. Cool. Siehst du das gerade? Ich sehe keinen Wasserstrahl, aber ich sehe, dass das Tier sauberer wird. Oh, das sehe ich gerade nicht. Bei mir ist es immer noch schmutzig. Wird es denn sauberer? Ah ja, jetzt ist es sauber. Jetzt ist es sauber, ja. Okay, nice. Der hier muss dringend da. Der ist richtig widerlich, oder? Da kommt sogar so ein kleines, so Seifenbubbles kommen da so hoch. Cool. So. Alter, der ist so schmutzig, ne? Der hier ist halt auch richtig schmutzig. Der hier ist richtig. Komm, Tobi, mach Mund auf, komm. Boah, da wird ja auch mal sauber irgendwann. Muss man um die rumlaufen oder was? Nee, da läuft so eine Zeit ab, so eine Sekunden, wenn du drauf gehst. Wie wenn du die tamest. Habe ich gerade gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Bei mir wurde gar nichts angezeigt. Achso, ah, diese hier habe ich dir mitgebracht. Habe ich dir mitgebracht. Hä? Oh, du musst dich mal healen, ne? Was ist denn das? Oh ja. Oh, ein Filet. Danke, Tobi. Lassen Sie sich schmecken, war gut. Danke schön. Hier, ich, hier, Kuss mit Speichel. Ah, ne, geht gar nicht. Widerlich. Schade, geht gar nicht mehr. Ich kann das bei dir gar nicht machen. Da muss ein schmutziges Tier her. Sonst kann ich leider keinen Strahl aktivieren, Tobi. Lecker aber. Du warst also irgendwo am See, sagst du, ja? Ich war einfach im Wasser, hab Fische getötet. Wo ist denn hier Wasser? Wenn du rausgehst, bei uns rechts ist so ein kleiner Fluss. Ja, aber genau, mach das mal wegen den ganzen Crafting-Rezepten. Genau, deswegen wollte ich es gerade kurz. Und du solltest eigentlich nach unten gehen oder. Vielleicht packe ich die Blöcke gleich einfach in die Kiste, dann kannst du die Blöcke auch mal aufheben, dann hast du die Rezepte auch. Die Rezepte. Recipes. Die ganzen Rezepte. Ein Fluss, sagst du, ja? Ah, ja, wenn du hier bei uns rausgehst, rechts ist ein Fluss. Autsch. Ja. Oh, habe ich Wasser gesammelt? Ja, kannst du auch mitnehmen, ja. Tatsächlich. Ach, jetzt kann ich einen Washer machen. Wenn ich Wasser mitnehme, cool. Okay. Aber die Fische muss ich wegboxen, ne? Mit der Schaufel wahrscheinlich. Ja, ja, kannst du einfach mit draufhauen, wenn du campst quasi, genau. Ja, genau, das habe ich gerade gemacht. Okay, jetzt. Einfach drauf auf die Fresse, einfach weg damit. Ja, unter Wasser kann ich die Säcke nicht aufheben. Ach, jetzt. Ah, okay. Bisschen komplizierter hier unter Wasser. Under the water. Under the water. I live in under the sea. Under the water. Only you and me. So, warte. Jetzt bin ich unter Wasser. Und? Nein, 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 nein. Ich will den Sack. Ich will den Sack, Tobi. Findest du deinen Sack unter Wasser nicht? Nee. Ist einfach
Hä? So. Okay. Ich glaube, das war's hier. Ich guck nochmal, ob ich was anderes finde. Hier ist nochmal ein bisschen... So. Parima. Okay, so ist es einfacher, aber da kriege ich keine Fische, ne? Wieder dieses ominöse Wort. Macht mir langsam Angst, Tobi. Ja, ich weiß. So. Die sind auf Bäumen, die Blumen. Alles klar, lol. Wie viel Wasser habe ich denn jetzt? 27 Wasser. Paintable. Okay. Mal gucken, ob wir Wasser brauchen, um Felder zu bewässern, eventuell. Da sind noch weitere Fische. Spikes. So. Herr Turbinator. Ja. Ich habe Fisch dabei. Fisch. Wir brauchen halt. Lecker. Ja, wir brauchen. Ich muss dringend weiterbauen. Ich würde gerne gucken, wie ich mit der Hoe umgehen muss. Ich werde die streng anpacken. I plow with the hoe. Gut, du hast ja auch dafür bezahlt, ne? Ich meine, das Ding hat dir Geld gekostet. Richtig. Darfst du halt auch mal richtig ranpacken dann. Ist okay. So. Ich werde alles rasieren. Tobi, ich werde hier alles rasieren. Bin schon dabei. So. Rasier mal. Was? Helene? Keine Ahnung. So, 1, 2, 3. Musst du das Wort nicht irgendwie mit reinbringen, um heutzutage in die Charts zu kommen? Reicht das? Ach so, nicht? Achso, ja. Aber Keck geht auch noch, oder? Keck? Ja, ja. Keck sollte auch noch. Oh, warte mal, das ist. Oh, das ist falsch rasiert. Oh, das gefällt mir nicht. Ja, das gefällt mir nicht, Tobi. Das ist falsch rasiert. Ist nicht gut. Das baue ich wieder ab. Das ist enttäuschend. Das ist, ich hätte mehr erwartet, ehrlich gesagt. Du, ich auch. Ich bin genauso enttäuscht von dir, wie du es bist. Von mir? Okay. Gut. So. Trifft mich jetzt ein bisschen, aber gut. Gut. Guck mal, das werden alles nur kleine Felder und dann bin ich mal gespannt. Ich habe noch keine Ahnung, wie es mit dem Gärtnern dann und was man da so macht. Aber ich dachte, ich tue es für uns, Tobi. Denn wir wollen ja schließlich auch was Leckeres schnabulieren. Hast du gerade kleine Felder gesagt? Ja. Okay. Wir wollen ja später ein kleines Schnabulat verköstigen. Ja. Mhm. So. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ach, guck mal, da ist ja eh noch Höhle. So, hier, das kommt alles weg, kommt alles weg. Bäume einfach, das ist so krank. So. Dann hier nochmal hin. Und jetzt muss ich mal von oben. Von oben mal gucken. Schnabulat. Schnabulat. Schnabulat, lat, lat, lat. Blümsche. Ich hab Blümsche gefunden. Blümsche? Oh, schön, Tobi, schön. So. Wir können den Eingang später noch anders gestalten. Anders. Anders gestalten. Anders gestalten. Aber ich habe jetzt erstmal so gemacht. Ist halt jetzt erstmal vor unserem Eingang, aber gut. So. Hauptsache, wir können schön Felders oben hinbauen, ne? Das ist wichtig. Viele Felder vor allem. Wir sind ja auch viele Menschen. Ja. So.
Man sagt immer, der Appetit kommt beim Essen, aber ich habe den meistens schon vorher, deswegen brauchen wir ein bisschen mehr. Geht mir aber ähnlich, ehrlich gesagt. So. Dann geht's hier durch. Ja, easy. Easy-manazy. Und jetzt kann ich hier oben nämlich einfach, baue ich hier zu. Und wir machen ein schönes Feld drauf. So, let's go. Bestimmt bereue ich die Feldgröße bald. Nein. So. Was ist das? Was denn? Ach, das ist so komisch. Das ist wie was eine Glocke fängt, was wir schon mal haben. Das ist da irgendwie ein Loch, steckt das da unten fest. Ah, ach so. 1, 2, 3, 4, 5. Stirb doch einfach da unten. Tobias! Was denn? Wie redest du denn mit armen Kreaturen dieser Erde? Dann koch doch wenigstens Gulasch draus. Einmal durch den Häcksler. Einmal durch. Huch, ach, das warst du gerade. Nee. Doch. Nein. Oh, Alter, wie lange dauert das denn hier mit dem... Oh. Und ich habe gar nicht so viel, was ich einpflanzen kann. Noch nicht. Guck mal in der ersten Kiste. Ja, ja, also ein bisschen was habe ich ja noch, ne, aber... Also Kohlköpfe also ist das erste leider, wir müssen leider zuerst Salat einpflanzen, fürchte ich. Wie gesagt, in der Kiste ist noch sau viel Kram, ne, so Seeds und sowas. Ja, okay, ja, ja, gut, also verhungern werden wir nicht, ne? Nee, ich glaube auch nicht. So, Plow ist jetzt schon damaged, ich wollte es nur sagen. Gut. Das heißt, es wird starke Leistung, Herr Range. Ja, ich bin halt ein bisschen rabiat beim Feld, ne? Ich bin nicht so sanft, wie ich sein sollte. Das mag ich aber auch in dir. Ich bin nicht der Held, den ihr euch gewünscht habt. Immer so. Am Rande der Legalität, was deine Gewaltausbrüche angeht. Finde ich gut. Okay, gut. Das hörte sich am Anfang komisch an. Ja. So, du kannst übrigens, wenn du möchtest, kannst du gerne die Tiere ernten. Die lieben Tiere, ne? Ach ja, sind die wieder soweit? Die sind schon wieder soweit. Okay, das heißt, man muss die füttern, dass die reif werden quasi. Genau, genau, genau. Okay, Red Mushroom, Brown Mushroom, 2 Wheat Seed, die würde ich mitnehmen. Turnip Seed weiß ich gar nicht. If I could Turnip Time. Quagwood pflanze ich mal nicht ein, aber ich würde ganz kurz eben aus dem Salat würde ich Samen machen, ja? Ja, gönn dir. Der gute Salatensamen. Ich habe schon so viele Fische getötet und nur einmal eine Muschel bekommen, ey. Das ist echt kritisch. Ach, Tobi. Heutzutage muss man noch dankbar sein, wenn man eine Muschel bekommt. Das stimmt, ne? Gut. So tot wie die Meere sind. Oh nein! Das wächst ja wieder zu, wenn man hier nicht aufpasst. Oh. Ja, braucht das jetzt noch Wasser? Das weiß ich eben nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich pflanze dann was ein und dann ist bestimmt alles tot, weil wir es nicht gegossen haben. Warte mal. Wenn ich es wüsste. Wir haben doch irgendwo. Haben wir nicht irgendwo Help gehabt oder sowas? Warte mal. Oh, was ist denn das hier? Ocean Potion. Feel the power of the ocean. You no longer need to breathe underwater and you can swim 50% faster. Oh. Dafür brauchen wir einen Mold. Okay. Das ist die Dusche, okay. Was ist das hier? Schlamm. Schlammblöcke, cool. So, wie sieht's aus? Dann tue ich mal ganz kurz eben die Samen in die Hotbar. Tobi, mein Samen ist jetzt in der Hotbar. Cool. Ich bin jetzt also bereit. Ich habe jetzt hier mal einen Wasserblock hingemacht, wie bei Minecraft immer, aber es ist jetzt nicht. Hello, so, ich glaube, man muss das wirklich irgendwie. Aber. Wie? Das ist nur Washer, ne? Okay, damit. Aus dem Washer kommt auch Wasser, das muss doch trotzdem gehen. Eigentlich ja. Aber bestimmt nicht. Nö. Nein, jetzt habe ich wieder. Jetzt hat er. In der Luft hat er gerade gepflanzt.
Wie ist das denn überhaupt möglich? Tobi, ich habe gerade Samen in der Luft gepflanzt. Hier. Hä? Alter, du bist... Wow. Das ist einfach in diesem Sommer diese Schwüle, diese Luftfeuchtigkeit. Da geht das halt. Das weckt kannst einfach in die Luft pflanzen. Ja, ich weiß nicht. Pflanz mal hier was hin. Hier vorne vielleicht, an die Ecke. Oder warte mal, ich mach mal da hinten Wasser hin. Warte, ich hab die wieder mitgenommen. Ich mach mal da hinten einen Wasserblock hin, hier, wo du jetzt was hingepflanzt hast. Ja. Glaub nicht, dass es geht, ehrlich gesagt. Gibt's denn hier nicht, gab's hier nicht ein Help-System oder sowas? Ich hab keine Help. Ahnung. Ich kann aber... Ich drück auf Help, aber da kommt nix. Oh doch, eine Webseite geht auf. Im Edge-Browser, cool. Learn to play, danke. Im Edge-Browser auch, Erik. Du bist ja aber, ne? Hat er nach dem Admin einfach installiert, da kann ich nichts für. Gönnst dir aber wieder richtig, wa? Richtig hart hier gerade, cool. Machines Guide, Teleporter Guide, Getting Started, Admin Tools Guide, ich guck mal, Getting Started. Gather, Fight, Cooking Station, Prozessor Forge, oh, Cooking Station wird schön. Touchstones. Touch me. Was stand hier? Death Statues. Wir sind noch nie gestorben. Doch, ich bin, glaube ich, schon mal gestorben. Achso, ja, gut, klar. World Options, Commands, Pipapo, hier sind Maschinen. Wiring Tool wird noch lustig. Switch wird noch lustig. Pressure Plate. Oh, wenn Monster kommen, Pressure Plates, das wird ja lustig. LEDs, Delay Gate, Inverter Gate, Flip-Flop Gate, Logic Gate, Truth Tables. Heilige Scheiße! Was ist das alles? Oh, also du musst tatsächlich Wasser dazwischen machen. Bewässert Wasser also, nur den nächsten Block? Ja. Ernsthaft? Ja. Zumindest jetzt alle Felder, die ich gesehen habe, wo da gerade gebaut wurden, die sind alle mit, da ist quasi ein so ein Block. Hier so ein Wasserblock und drumherum haben sie was gepflanzt. In so einem Viereck quasi. Das ist immer nur der nächste Block, der bewässert wird scheinbar. Also quasi hier. Hier wäre dann ein Wasserblock angebracht. Der nächste wäre hier, wo das schon grün ist. Ja, machen wir mal. Zack. Geil, Tobi. Ist schon... Kann ich das Wasser wieder weg? Oh, ja, jetzt sind die bewässert offenbar. Ja? Ich glaube ja, jetzt sind die... Ja, not fertilized. Okay, die sind aber nicht vertrocknet jetzt. Das wird ja noch spaßig. Und dann muss der nächste quasi der hier sein, ne? Ja, so. Genau. Einen Wasserblock habe ich noch. Wir hätten sogar noch eine Lücke dazwischen machen können. Eigentlich. Aber so sieht es besser aus, oder? Ja, gut, ist relativ, ne? Realistischer, Erich. Es sieht viel eher richtig aus. Ja, gut, sieht viel besser aus, klar. So. Wir können es ja noch erweitern später. Erstmal gucken, ob da überhaupt was wird. Richtig. Wasser irgendwo? Wie sammelt man Wasser? Ich habe keine Ahnung. Wasser einmal mit dem Handschuh. Du hast doch Wasser. Hatte ich, ja, ich habe aber keins mehr. Einfach mit dem Handschuh ins Wasser rein oder was? Einfach mit dem Handschuh, so als würdest du Blöcke abbauen. Mit dem Obsidian-Ding geht das wohl. Ach so. So, Turnip-Seed. Seed mache ich mal. Habe eh nur noch zwei von jedem. Mache ich mal hier. Und dann habe ich hier noch Weed-Seed. Wie geil, Weed, Alter. Hier. Und dann mal gucken, was passiert. Krass, das Wasser ist unendlich auf diesem, in dieser Welt, Erik. Fast wie im richtigen Leben. Das wächst immer wieder nach. Nestle gefällt das nicht. So, fertilized. Wie kann man das fertilizen? Müssen wir noch Scheiße drüber machen oder was? Ich meine, wir haben ja Monster-Scheiße, habe ich glaube ich irgendwo. Die Droppings hier. Use the fertilized plants. Ich probiere mal gerade aus. Mal gucken. Ich habe jetzt die Scheiße in der Hand. Möchtest du jetzt wirklich die Scheiße von den Monstern auf die Sachen werfen? Habe ich wohl gerade. Seed, oh, hier, guck mal, da ist direkt ein bisschen gewachsen. Oh, nice. Tobi? Du bist ein richtiger Bauer, Erik. Tobi, kannst du scheißen? Kannst du bitte mal, ich geh mal kurz weg, kannst du mal bitte kurz die Pflanzen fertilizen? Ich bin gleich wieder da. Du hast 10 Minuten. Tobi? Wir brauchen Schallschutz im Haus. So, neue Pixie-Droppings. Okay, wir brauchen also den Stall mit den Schweinchen, damit die rumscheißen. Dann kriegen wir Droppings und Porkchop und alles. Wir brauchen also mehr Schweine, habe ich das richtig verstanden?
Ja, noch nicht unbedingt. Wir brauchen erstmal einen Stall für die Meerschweine, glaube ich. Ich guck mal kurz, was die Leafys dabei haben. Ja. Ja, die haben leider... Tobi, warum? Erik, hast du Erbse? Es tut mir leid, Erik. Das, so. Und jetzt steht ja, er da im Weg rum. Die gelben Schweine geben Kacke. Folge mir mal bitte. Das tut uns allen gut. Erbse. So, mal gucken, was passiert. Erbse. Boah, noch ein Zäunchen brauchen wir auch noch. Dankeschön. Ah, leck mich auf den Arsch. So. Komm. Komm. Ja. Ist das Vieh hier schon wieder dreckig? Das gibt's doch gar nicht. Die sauen sich halt im Haus voll, Tobi, weil wir brauchen halt eine Putzhilfe. Habe ich das tausendmal gesagt. Wir haben den ganzen Tag zu tun, Fulltime-Job. Ich kann mich nicht um den Haushalt kümmern, Tobi. Ich würde gerne, aber es geht einfach nicht. Du setzt mich unter Druck, Tobi. Du setzt mich unter Druck. Stell dich halt nicht so an. Okay, brauchen wir Zäune hier eigentlich? Den Boden kannst du auch nachts um 12 putzen, da sagt keiner was. Hier ist kein Nachbarn. Mit ein bisschen Wanddämmung können wir auch nachts Staub saugen. Ja klar. Woodwall. Oh Gott. Cobblestone, Mossy Cobblestone. Was gibt's denn auch alles für Steine? Green Goosters. Wer will denn sowas? Wir sind bei 36 Minuten. Ja! That's what she said. Warte. Was? Okay, gut, dann ich guck mal in der nächsten Folge. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen will. Ich wollte Zäune machen gerade. Aber es ist halt einfach so viel Krams, dass ich immer nie weiß, was ich als nächstes mache. Ja, Zäune habe ich 48 Stück, wenn du brauchst. Ja, geil, tu mal eine Kiste. Dann mach ich mal draußen, versuch ich mal rumzuzäunen. Mach ich mal hier die erste Kiste vorne rein. Ja, super. Geil. Mach ich aber erst in der nächsten Folge, Tobi. Ich mach das nicht mehr heute, ne? Ja, nee, wir sind ja schon spät dran, sagst du. Eben. Dann machen wir nächste Folge, machen wir schön gemütlich, ne? Richtig so Batman, wenn er sich aufs Maul legt, einfach. Ich bin. So, huch. Ich muss Gotham beschützen. So, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, nächste Folge sehen wir uns wieder. Mal gucken, was da noch alles kommt. Wir müssen ja, da kommt wieder ein Viech raus. Tobi, wir kriegen Besuch. Ah ja, Tobi macht schon. Ich glaube, es hat eh Agro auf mich, aber kommt hier eh nicht hoch. Jetzt hat's Agro auf dich, ist ja auch schön. Tame das mal. Geht das? Nee, das schlüpft doch eben tagsüber, oder? Vielleicht kann man das später tamen, unter der Erde oder so. Das wäre geil. Da kommt noch was rein, glaube ich. Ja, das ist wieder so ein grünes Viech. Wir müssen mal die Türen zumachen irgendwie. Sag mal, bist du noch ganz knusperinterviert oder was? Ich weiß auch nicht, was das soll. Kommt hier rein und haut auf mich. Ist ja wohl nicht. So. Jetzt ist das Haus komplett abgesichert, Tobi. Jetzt kommt hier nichts mehr rein. Ich find's gut, dass du so viel Wert auf Sicherheit gelegt hast. Ja, Gott sei Dank. Das ist Rundumschutz, wie er im Buche steht. Smart Home nenne ich das. Smart Home. So, mal gucken, wie das Viech jetzt hier reinkommt. Guck mal. Guck. Hat schon aufgegeben. Ist schon oder? Verwirrt gerade. Oder? Schon verwirrt. Meisterhafte Architektur. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann, ja, mal gucken. Ich glaube, hier ist noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen was. Ja, ich glaube auch. Es wird nicht langweilig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao mit Wow. Tschüss.